Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Depressionen können jeden treffen. Man sagt, bis zu 20% aller Deutschen haben mindestens einmal in ihrem Leben eine solche Depression. Die Ursachen sind vielfältig, aber man kann diese Krankheit gut behandeln. Bei mir ist Dr. Tatjana Minks, sie ist Chefärztin der Psychiatrie und Psychotherapie im Asklepios Fachklinikum Teupitz. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Was sagen Ihre Patienten, wenn sie zu Ihnen kommen? Das Häufigste, was die Patienten berichten, ist, dass sie sagen, sie sind gar nicht mehr sie selbst. Sie merken, dass sie sich verändert haben, dass sie meistens das Häufigste ist, Schlafstörungen haben, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, dass sie vieles vergessen, ja, und überhaupt irgendwie das nicht mehr in die Reihe bekommen, ihre Aufgaben im Alltag zu bewältigen. Ja, das heißt, sie sagen gar nicht, ich bin so traurig oder was man Depressionen normalerweise unterstellen würde? Das kommt dann erst so in der Befragung heraus. Oder manche kommen auch schon, ich glaube, ich habe Depressionen. Ja, oder ja, manche sind auch sehr schambeladen, ja, häufig bei Männern, das ist ein Thema. Aber meistens bemerken sie an sich eine Veränderung über eine bestimmte Zeit und dass es sie belastet, ja, im Alltag. Kommen die Patienten von sich aus zu Ihnen oder kommen Sie über einen anderen Arzt? Ja, es gibt verschiedene Wege. Der Hausarzt allgemein sieht eigentlich 64% aller psychischen Erkrankungen als erstes. Ja, und die Patienten gehen ja auch häufig zum Hausarzt, immer wieder vielleicht mit Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Und der Hausarzt ist ja so vielseitig, dass er dann auch mit der Zeit auch einen Verdacht entwickelt und dann auch Patienten nahelegt, psychiatrische Hilfe zu suchen und da auch direkt die Kontaktdaten gibt dem Patienten, um Kontakt mit uns aufzunehmen, weil er doch glaubt, es läge doch eine vielleicht psychische Erkrankung mit dabei oder drunter, die behandlungswürdig ist. Weil das einfach nicht weggeht, Schmerzen, ja, oder genau. Ja. Schlaflosigkeit, genau. Oder Müdigkeit. Ja. Und der Hausarzt kennt ja seine Patienten auch gut in der Regel und der merkt selbst auch, spürt die Veränderung beim Patienten. Ja, das sind ja nun so diese versteckten Symptome. Welche Symptome schreibt man dann der Depression im Allgemeinen zu, also so aus Ihrer Sicht? Welche sind denn das noch? Genau, es gibt also für die Depression drei Hauptsymptome. Als erstes natürlich, sonst wäre es keine Depression, ist die gedrückte Stimmung. Das zweite ist die Interessen- und Freudlosigkeit. Und das dritte ist der Antrieb. Das sind so die drei großen Hauptsymptome. Wo ist der Unterschied zwischen Antrieb und Interessenslosigkeit? Genau, wenn man sozusagen sonst in seinem Leben viel unternommen hat, Hobbys hatte, Freunde besucht hat, sich getroffen hat, ist das und das nun nicht mehr tut, seit einer bestimmten Zeit sich zurückgezogen hat, ist das ein Interessenverlust und auch Freudlosigkeit, das spürt man in der Emotionalität, dass man sich an Dingen, die man sich früher gerne gemacht hat, nicht mehr freuen kann. Und das andere, Antrieb, ist also das, was man spürt, dass man die Dinge nicht mehr schafft, dass einem die Kraft fehlt letztlich. Ja, so, dass man schwer aus dem Bett kommt, wie gegen einen schweren Widerstand kämpfen muss. Man schafft seinen Haushalt nicht mehr. Man muss sich zu allem aufraffen. Am liebsten würde man nur auf dem Sofa liegen. Ja. Man zieht sich zurück. Ja. Also, das ist sehr deutlich spürbar. Ja. Können Depressionen gefährlich werden? Ja, das können sie. Also Depressionen, sozusagen 2/3 aller Suizide, das sind Depressionen mit im Spiel, sozusagen. Das ist eine Ursache. Und es ist also auch ein großes Risiko, dass es auch einen schlimmen Verlauf nehmen kann, die Depression. Und wenn jetzt so ein Patient zu Ihnen kommt, wie gehen Sie dann da vor? Also wenn Sie ihn zum ersten Mal treffen, wenn Sie ihn kennenlernen? Ja, was im Erstkontakt sehr gut spürbar ist, ob der Patient nun sehr schambeladen ist oder es ihm sowieso sehr schwer fällt, weil er eigentlich sich so als starker Mensch gesehen hat und sich nun Hilfe holen müssen, schon auch sehr belastend für manche Menschen ist. Ja. Häufig sind ja auch helfende Berufe betroffen. Das sind also Menschen, die anderen Menschen eigentlich helfen und nun selbst in die Situation kommen, dass sie Hilfe brauchen. Da ist nochmal eine Hürde, sich jemand anzuvertrauen und sich einzugestehen, dass man selbst nun betroffen ist von einer Erkrankung. Ja, das ist manchmal eine Hürde. Und da ist es meine Aufgabe als Arzt auch eine Brücke zu bauen, dass man also nicht gleich über die schwierigsten Themen spricht, sondern wenn der Patient
nicht alleine berichten kann. Die Möglichkeit hat jeder Patient, erstmal alleine zu berichten. Manche können das ja gut berichten, haben sich auch schon kundig gemacht und berichten dann die einzelnen Symptome schon richtig deutlich. Aber andere wissen gar nicht, wie sie es ausdrücken sollen. Denen fällt es schwer, darüber zu sprechen, dass auch sozusagen diese formalen Denkstörungen auch ein Symptom der Depression sein kann. Dann übernehme ich das und begleite es mehr, dass ich die Einstiegsfrage ist meistens Schlafstörung, ob es sowas gibt. Ja, darüber kann man unverfänglich mit jedem reden und dann taste ich mich immer weiter ran in dem Gespräch. Und mit der Zeit entwickelt sich dann auch so ein bisschen Vertrauen. Ja, sehr schnell bildet sich das ab, ob das empathisch empfunden wird von dem Patienten und dann öffnet er sich auch und dann kann man auch tiefer weiterfragen. Mhm. Ja, und dann kommt man schon, ist die Stimmung schlecht, ja, sehr gedrückt, ja, was hat sich denn verändert in ihrem Leben? Das ist manchmal auch eine Brücke, sozusagen, um das zu berichten. Und seit wann hat sich was verändert? Ja, und dann ist es, kommt meistens diese Dinge mit Freudlosigkeit. Ich habe mich zurückgezogen. Ich möchte mich gar nicht mehr mit meinen Freunden treffen. Ich mache meine Hobbys nicht mehr. Der Haushalt schaffe ich nicht mehr. Es ist mir alles so egal und gleichgültig. Ich kann mich an nichts mehr freuen. Und so berichten dann die Patienten auch an Beispielen aus dem Alltag, die ganze Symptomatik. Mhm. Ja, und dann frage ich im Gespräch immer tiefer, sozusagen nach diesen Hauptsymptomen, ja, der gedrückten Stimmung, Antrieb und der Freudlosigkeit, gibt es auch noch sehr viele Zusatzsymptome, ja, die man auch braucht, um auch zu beurteilen, den Schweregrad der Depression, die dann vorliegt, wenn man das im Erstgespräch so versucht rauszubekommen. Ja, weil das ja auch wichtig ist, zu entscheiden, wie nachher die Behandlung aussehen soll, oder? Ja, genau. Es gibt eben drei Schweregrade, eine leichte Depression, eine mittelgradige und eine schwere Depression. Und je nachdem, wie viele Zusatzsymptome dazukommen, ja, so wie Selbstwertmangel, sozusagen negatives Zukunftsbild, solche Symptome, lebensmüde Gedanken, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust. Mhm. Das sind alles Dinge, die Zusatzsymptome sind. Und je nachdem, wie viele sozusagen da voran sind, entscheidet sich auch, welchen Schweregrad sozusagen diese Depression hat. Was ja dann auch heißt, ob Sie stationär behandeln müssen oder ob Sie ambulant behandeln können oder Tagesklinik, was Sie ja alles anbieten. Ja, also genau, es gibt ein breites Spektrum an Behandlung. Erstmal mittelgrade Depressionen mit der leichten Depression. Ich glaube, die Patienten sehen wir gar nicht. Ja? Mhm. Seitdem sind manche ein bisschen hypochondrisch veranlagt, weil manchmal versteckt sich ja auch eine Depression in somatischen Erkrankungen. Mhm. Ja? Oder das ist ja das, was zur Erstbefragung gehört. Das klären Sie, glaube ich, auch ab, oder? Also Sie machen, glaube ich, eine Untersuchung, wenn jemand Schmerzen hat, festzustellen, ob die wirklich, ob es nicht vielleicht eine andere Ursache gibt. Ja, also das gibt es auch, ja. Also wenn jemand kommt, ich habe immer Rückenschmerzen, kann es psychologisch bedeuten, man hat sich übernommen, man hat sich zu viel aufgeladen, manche kommen mit Kopfschmerzen, dahinter kann was richtig stecken, eine Erkrankung, aber es kann auch psychiatrisch dahinter stecken, ich bin mit meinem Leben unzufrieden. Mhm. Dazu gehört auch Schwindel, zeigt sowas auch häufig. Ja. Und meistens können Patienten auch erstmal nur über solche somatischen Dinge reden. Und das ist wichtig, dann auch dahin zu lenken und auch begreiflich zu machen bei manchen Patienten, dass es auch einen Zusammenhang geben kann mit Lebensumständen oder einer Unzufriedenheit im Leben. Ja, dass man sich ganz anders selber auch sehen muss dabei. Ja. Und leichtgradige Depressionen, sozusagen, die nur zwei Zusatzsymptome haben und die zwei Hauptsymptome, die können eben psychotherapeutisch behandelt werden, wenn sich nach 14 Tagen keine Besserung ergibt. Wenn ich jetzt bei Ihnen wäre und Sie haben vielleicht entschieden, dass es am besten ist, ich bin bei Ihnen stationär, wie die Behandlung, worin besteht die nachher? Sind das Einzelgespräche, Gruppengespräche oder was erwartet mich da? Ja, wichtig ist erstmal noch zu sehen, was gibt es noch an weiteren Erkrankungen? Gibt es noch Panikattacken? Gibt es auch noch Suchtmittelkonsum? Diese Dinge werden alle abgefragt. Gibt es Medikamente, die ja auch zur Depression führen können, die der Patient bereits schon hat, von anderen Ärzten verschrieben? Gibt es organische Ursachen? Da wird Labor abgenommen. Die Schilddrüsenunterfunktion kann sehr häufig eine Ursache sein. Sowas klären wir alles ab. Ja, wir machen auch ein Bild vom Kopf, weil im schlimmsten Fall könnte man auch Hirntumore psychotherapieren. Das wäre ein großer Fehler.
passiert leider auch manchmal, sehr selten, nicht bei uns, aber es gab schon solche Dinge. Und dann wird auch erstmal jedem Patienten freigestellt, auch zu sagen, nein, ich möchte gern keine Psychopharmaka nehmen, weil Psychopharmaka auch allgemein noch sehr angstbesetzt sind, ja, dass die den Menschen manipulieren, verändern könnten. Solche Vorstellungen gibt es da noch. Dann kann man das mal probieren. Aber manchmal klappt es eben mit den psychotherapeutischen Angeboten, dass es dann einen guten Verlauf nimmt. Oder wir merken, wir kommen so nicht weiter, dass vielleicht auch eine Zeit lang eine kleine medikamentöse Unterstützung notwendig wäre, ja, auf einen begrenzten Zeitraum. Ja, die Eindosierung, genau, entweder ambulant wird das gemacht, aber auch stationär bei schweren Depressionen. Zum Beispiel Suizidalität ist ein Grund, immer einen Patienten auch stationär aufzunehmen. Ja, und geht es dann nur um Gespräche? Also ist das eine Gesprächstherapie, die Sie mit ihm machen, oder erlebt er auch andere Dinge? Ja, also jeder Patient hat dann einen Therapeuten für sich, für Einzelgespräche, die er macht, einmal in der Woche auf jeden Fall. Ansonsten gibt es auch mehrfach in der Woche Gruppentherapien, Gesprächsrunden, weil ja auf den Stationen viele Mitbetroffene sind. Und das erleben Patienten auch entlastend, weil sie kommen ja und denken, nur sie sind davon betroffen und mir kann keiner helfen. Ja? Aber so erleben sie, dass es anderen Patienten auch so geht, ähnliche Symptome vorliegen. Also gibt es viel Gespräche in Gruppen. Meistens ist es ja eben auch ein interaktionelles Problem, ja, dass eben die Kommunikation mit den Kollegen nicht mehr klappt, dass man sich nicht mehr so soziale Kompetenzen fehlen. Das kann also auch mit dabei tragen. Dann trainieren wir das. Ansonsten gibt es eben viele Ansätze, Musiktherapie, kreative Therapien, Theatertherapie, also sehr viel. Vielfältige Spezialtherapien, Gestaltungstherapie, Gartentherapie, Holzwerkstatt, auch körperlich, also Physiotherapie ist wichtig und viele Bewegungstherapien. Ja, also, Und Sie bieten ja auch an, dass Sie zu den Patienten nach Hause kommen, also diese stationsäquivalente Behandlung heißt das, glaube ich, so ähnlich. Ja, genau. Wie funktioniert das? Ja, dieses STEP, das gibt es erst seit ein paar Jahren. Wir haben 2019 damit begonnen, unsere ersten Erfahrungen zu machen. Das ist ein Angebot für Patienten, die schwer erkrankt sind, ja, aber die aus irgendwelchen Gründen nicht in der Klinik behandelt werden können, weil sie vielleicht einen Lebenspartner pflegen müssen oder sie haben Kinder, kleine Kinder, die nicht versorgt werden in der Zeit. Oder es handelt sich um Wochenbettdepressionen, wo eben die Mutter dann auch zu Hause behandelt wird. Das heißt, die gesamte Behandlung findet zu Hause statt. Es gibt ein Behandlungsteam, das besteht aus den Krankenschwestern, die auch spezialisiert sind auf psychiatrische und psychotherapeutische Vorgänge. Dann gibt es einen Sozialarbeiter, da gibt es Psychologen, da gibt es den Arzt. Und diese Behandler kommen alle nach Hause, sozusagen zu den Patienten. Und wie lange bleiben die am Tag? Ja, mindestens anderthalb Stunden findet das statt. So ist der Patient dann auch frei, kann den anderen Dingen nachgehen, die er hat, und ist aber trotzdem in einer sehr intensiven Behandlung. Ja, dann, und kommt er trotzdem ab und zu Ihnen auch in die Klinik? Wir haben einmal in der Woche holen wir den Patienten zu uns und er erlebt dann bei uns vor Ort Ergotherapie, Physiotherapie, ja, und auch eine Gruppentherapie, die er sonst nicht hat, wenn er nur alleine immer zu Hause ist. Da hat er nicht das Erlebnis, aha, andere sind auch betroffen. Mhm. Ja. Also auch eine Möglichkeit, um Depressionen zu behandeln. Ja. Auf jeden Fall. Ja, eine sehr wirksame Methode, haben wir festgestellt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, danke schön. Und wir sehen uns wieder auf LinkedIn, YouTube, Facebook oder Instagram. Werden Sie gesund.